Herzlich willkommen beim digitalen Salon von D-Radio Wissen und dem HIG, also dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und wir wollen uns mit Hacktivism beschäftigen, also dem Aktivismus der Hacker. Und es gibt da noch einen weiteren Satz, so vom Punk zum Pop. Es scheint so ein bisschen so, als wäre der Hacktivism auch bei uns angekommen, in der Mitte der Gesellschaft, könnte man sagen. Ursprünglich hatte man ja gerade auch so in den Massenmedien häufig das Bild von vor allen Dingen Männern mit schwarzen Skimasken, die vor Rechnern sitzen. Mittlerweile gibt es sogar Krypto-Partys, wo unser Eins irgendwie hingeht und bei kühlen Getränken ein bisschen Verschlüsselung lernt, auch ein bisschen Hacken unter Umständen lernt. Dazu gibt es irgendwie schöne Musik. Das klingt alles irgendwie sehr nach Popkultur. Darüber wollen wir heute reden, ob das tatsächlich der Fall ist, ob wir also mit dem Hacktivism in der Popkultur schon angekommen sind. Und ja, dazu habe ich vier fantastische Gäste. Konstanze, Rob, Daniel und Kaspar. Und natürlich möchte ich euch noch ein bisschen genauer vorstellen, damit auch alle Anwesenden und alle anderen wissen, wer ihr so seid. Konstanze, du bist Sprecherin beim Chaos Computer Club und Informatikerin. Und was hast du speziell mit Hacken am Hut? Ja, zum einen verstehe ich mich als Hacker, weil ich mich für einige technische Systeme im Detail interessiere, aber weil für mich zum Hacken auch eine gewisse Geisteshaltung gehört, nämlich Lust zu haben, so technische Systeme zu erforschen und den Dingen auf den Grund zu gehen und vielleicht nicht unbedingt sich daran zu halten, was der Hersteller der Systeme damit so wollte, also die in diesem Sinne. Und mich interessiert an dieser Hackerkultur natürlich auch noch ein anderer Aspekt, der jetzt nicht so erwähnt wurde bisher, nämlich das Wissen teilen. Also die Frage, inwieweit man Erfahrungen austauscht, da so eine Wissensweitergabe stattfindet. Und da ist halt die Hacker-Community schon immer relativ vorbildhaft für mich, also auch aus ihrer Historie. So rechne ich mich dazu. Wir haben ja noch einen weiteren Hacker hier, Rob. Ich überlasse es dir jetzt nochmal, deinen Nachnamen zu sagen. Du kannst das nämlich besser als ich. Hungreib. Holländisch. Sehr gut. Und du hast auch mal bei WikiLeaks gearbeitet, unter anderem, und bist jetzt auch unternehmerisch tätig, hat man mir gesagt. Was hat das jetzt noch mit Hacken zu tun? Also meine Geschichte, ich habe in den 80er Jahren angefangen, mit Modems und Computer rumzuspielen, fand das unheimlich faszinierend, habe dann Zeitschrift gemacht, Hektik, ziemlich bekannt, auf Holländisch zwar, aber auch weltweit bekannt als einer der ersten Hacker-Zeitschriften. Hab dann einen Internet-Service-Provider gegründet in Holland und ziemlich viel über so diese Internet-Service-Provider hatte so eine Rolle, die im Moment auch beim IFF oder beim Chaos Computer Club vertreten wird. So Internetfreiheit, die ersten Themen, die Kampf um Publikation im Internet gegen Scientology. IFF? Ja, die Electronic Frontier Foundation, das ist so eine große NGO in Amerika, die sich mit digitalen Gesellschaftsthemen und Freiheit im Internet beschäftigt. Habe dann noch ein paar anderen Sachen gemacht, sowohl unternehmerisch als auch aktivistisch. Ich habe eine Gruppe gegen Einsatz von Wahlcomputer, also Stimmabgabe durch Computer gemacht. War hier auch in Deutschland zunehmend populär, ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht verboten worden. In Holland wollen die jetzt wieder, da sind wir sie erstmal auch losgeworden. Dann habe ich bei WikiLeaks mitgemacht in 2009 und 2010. Und jetzt mache ich wieder allerhand andere Projekte, verstehe mich aber durchaus als Hacker. Also auch im digitalen Salon dabei. Und wir haben auch jemanden aus der wissenschaftlichen Richtung, Professor Dr. Daniel Hammer von der Hochschule Offenbach. Du beschäftigst dich auf Offenburg. Genau wieder falsch gesagt, falsch aufgeschrieben. Du beschäftigst dich hauptsächlich mit Netzwerkstrukturen und bringst Studentinnen und Studentinnen auch das Hacken bei, richtig? Naja, nicht wirklich. Ich mache eigentlich Computerforensik meine Hacking-Vergangenheit lasse ich mal lieber inkognito. Wichtig ist, um da mal anzuknüpfen, dass ich versuche, so diese Hacking-Kultur oder diese Herangehensweise an junge Leute zu vermitteln. Ja, auch im Sinne von Digital Self-Defense, dass man eben nicht nur so ein Konsum-Zombie ist, der alles benutzt und ach, wie schön bunt hier und da können wir klicken und hier können wir machen, sondern natürlich auch den irgendwie, Computer bestimmen ja unser Leben doch schon ganz schön, von der Uhr angefangen bis zum Handy, ich habe keins, aber
Und insofern sollte man doch versuchen, der Lage Herr zu bleiben und nicht irgendwie nur jemand zu sein, der einfach nur irgendwas klickt und dann am Ende sich wundert, oh, wir werden alle ausspioniert. Ja, toll. Unsere Runde macht komplett Kaspar Clemens-Mierau. Medienkultur hast du studiert in Weimar und schreibst schon lange über Internetkultur, Post-Privacy, auch ein großes Thema und auch unter anderem ums Hacken auf lightmedium.de, das ist dein Blog. Und ja, bist auch gerade an deiner Dissertation noch dran, die auch sich so ein bisschen im weitesten Sinne ums Hacken dreht. Ja, die Dissertation dreht sich um Entwicklungsumgebung, womit ich mich, oder die Geschichte der Entwicklungsumgebung, womit ich mich im Thema, mit dem Thema Hacken explizit beschäftigt habe in den letzten Jahren, waren Hackerfilme. Ich habe so über, ich glaube, 5 Jahre oder so angefangen, Hackerfilme zu sammeln, so ein bisschen zu sortieren und versucht, da so ein bisschen Struktur reinzubringen, wie da so das Wechselspiel zwischen dem Bild dessen ist, was über Hacker transportiert wird, über Filme, zur Hackerkultur. Also weil natürlich die Frage ist, spiegelt ein Hollywood-Streifen über Hacker Hacker wieder oder prägt er sie oder gibt es da so eine Wechselbeziehung zwischen beiden? Das ist eigentlich eine schöne Überleitung, weil wenn wir gerade auch über Hollywood-Filme sprechen und ja auch über Hacktivism im popkulturellen Kontext sprechen wollen, glaube ich, ist das ganz passend. Ist es denn tatsächlich so, dass also Hacktivism ein bisschen bei uns auch in der Gesellschaft tatsächlich angekommen ist? Ich habe vorhin auch die Krypto-Partys zum Beispiel angesprochen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, in meinem Umfeld bei den Leuten, die zumindest jetzt nicht unbedingt online-affin sind, glaube ich, wissen viele Leute nicht mal, was das ist. Konstanze, wie ist dein Eindruck? Na, die Krypto-Partys haben natürlich einen enormen Zulauf. Also ich bin selber gerade dabei, die nächste mit zu organisieren. Was man da eigentlich lernt, ist erstmal gemeinschaftlich verschiedene Techniken anwenden, meistens Verschlüsselungs- oder Anonymisierungstechniken. Ich glaube aber, das Hacker-Bild hat damit erstmal nochmal wenig zu tun. Denn es ist ja eher eine Vermittlung von Anwendungen und wie man sie benutzt oder wie man vielleicht ein bisschen kompliziertere Installationen von Programmen gemeinsam irgendwie hinkriegt. Und da ist halt so ein bisschen der soziale Charakter dabei. In der Regel gibt es dann da auch irgendwie Bier und Musik. Also ist eben eine Krypto-Party und nicht unbedingt ein Seminar. Man sieht, es ist übrigens eine weltweite Bewegung, ist dennoch glaube ich, dass so der ganze Hacker-Begriff und diese Hacker-Kultur und überhaupt auch die Begriffsbestimmung in Deutschland schon nochmal anders ist als im englischsprachigen Raum. Also das ist hier deutlich positiver konnotiert. Habt ihr doch an einigen Beispielen im Ausland erlebt, also ihr kennt halt natürlich zum Beispiel, weil ich ja nun für eine Hackervereinigung spreche, dass das im englischsprachigen Ausland oft gar nicht erwähnt wird, weil dieses Bild von, das sind ja diese Kriminellen, dieses Boulevardbild vom Hacker, so dominant ist im englischsprachigen Raum, dass sie dann immer sagen, möchten wir aber verschweigen, dass sie über diese Hackerorganisationen sind, während es im Deutschen sich komplett gewandelt hat. Also ich bin jetzt als Sprecherin oder auch schon ein bisschen länger am CCC aktiv, in der Zeit, in den letzten 7, 8 Jahren, ist das schon sehr ins Positive gekippt. Klar, irgendwie die Bildschlagzeile wird man trotzdem immer noch finden und dann meint man eben irgendwie so Online-Banking-Einbrecher, aber da es dafür keinen eigenen Begriff gibt, der sich etabliert hat, ist das eben immer so ein ambivalenter Begriff. Dass aber so eine Sache wie Krypto-Partys so ein bisschen Popkultur werden, hat, glaube ich, mit der eigentlichen Hackerkultur wenig zu tun. Und über das Filmbild, da wird wahrscheinlich Kaspar besser Auskunft geben können. Aber solche Filme wie Matrix, die ja eine Popkultur sind, die haben natürlich auch das Bild von einem Hacker und in dem Fall ja auch noch eine Hackerin geprägt. Und da ist wahrscheinlich sehr wenig Realitätsbezug. Kaspar, ist es denn so? Na, zum Bild des Hackers im Film ist eigentlich eines der schönsten Beispiele der Film Wargames, der, glaube ich, 1983 in die Kinos kam, der basierend auf einem, also zumindest basierend auf realer Software sozusagen, die Geschichte eines Jungen, der ist, glaube ich, 16 im Film, zeichnet. Und das Interessante ist, nachdem dieser Film im Kino war, zu Weihnachten in diesem Jahr ging der Verkauf von Modems extrem in die Höhe, weil natürlich Jugendliche diesen Film gesehen haben und nicht nur eine fiktionale Geschichte dort für sich präsentiert bekommen haben, sondern auch ein Typus, den man nacheifert. Ja? Also es war plötzlich so,
der neue Held wurde plötzlich so präsentiert im Kino. Und danach ging es dann sozusagen schubartig erstmal los, dass Jugendliche sich damit identifiziert haben, dieser Outlaw, aber der sich eben auch auskennt und einen Krieg verhindert, den er aber eigentlich auch mit auslöst. Und eine Liebesgeschichte ist ja auch noch dabei und so. Aber das Interessante ist also, da sieht man schon dieses komische Wechselspiel. Also da wird einerseits so ein Protagonist präsentiert und gleichzeitig prägt er aber extrem das Bild dessen, wie das Ganze aussieht. Und man hat da auch diese typischen Bilder, dann das Einsatzzentrum mit den vielen Monitoren und so ganz viele Klischees. Und was mir auch in diesem Film aufgefallen ist, das ist ein Film, in dem noch wirklich fast wie in einer Dokumentation erklärt wird, was der da macht. Also wenn man heute Filme mit Hackern sieht, da sieht man die so und kriegt irgendwie mitgeteilt, das ist ein Hacker und das reicht uns als Information. In den 80ern sagt er, ja, ich wähle mich jetzt in einen Computer ein und dann wird das und das gemacht und das wird immer so gelöst, indem er das immer seiner Angebeteten erklärt, die immer so die Rolle hat, immer die Fragen zu stellen, während sie neben ihm steht und darüber wird das so transportiert und da sieht man jedenfalls schon dieses Wechselspiel und der Hacker, dieses Bild verändert sich dann. Also in Matrix ist es natürlich ein völlig anderer Typus. Der ist dann irgendwie plötzlich älter und sexy und sportlich. Und also da dreht sich das Ganze so zur heutigen Zeit. Jetzt haben wir tatsächlich bislang die ganze Zeit über Hacker gesprochen, wollen ja eigentlich über Hacktivismus sprechen. Und da kommt genau der Hacker und der Aktivismus also ins Spiel. Inwieweit gibt es dann zwischen einem Aktivisten und einem Hacker Überschneidung, beziehungsweise inwieweit unterscheiden die sich auch, Rob? Also Hacktivismus habe ich als erstes Mal als Wort wahrgenommen, als es eigentlich nur noch über Denial-of-Service-Attacken, also über Angriffe gegen Verfügbarkeit von Computersystemen ging und auch, eigentlich auch noch um ziemlich schlecht ausgeführte DDoS-Attacken ging. Also für mich hatte das Wort sehr lange Zeit einen sehr schlechten Ruf und eigentlich habe ich auch, also sehr viel, was wir jetzt Hacktivismus nennen, ist immer noch Angriffe gegen Computersysteme, dafür sorgen, dass Sachen down sind. Und da bin ich, eigentlich der Meinung, dass das als Aktivismus eher eine Verarmung ist. Dass das schade ist, dass das so in der Vordergrund ist. Sind Hacktivisten unter Umständen auch so ein bisschen faul? Kann man denen diesen Vorwurf machen, weil sie ja sozusagen nur von zu Hause agieren? Naja, da gibt es wieder Clicktivism oder Slacktivism als Stichwörter. Und die alle überschneiden sich vielleicht auch. Es gibt Hacktivism, was Slacktivism ist. Es gibt, aber fauler Aktivismus gibt es auch in Bereiche, die nicht online sind. Und es gibt auch Online-Aktivismus, was gar nicht faul ist. Und da muss man halt, da kann man ein schönes Venn-Diagramm zeichnen, aber das ist nicht, die überschneiden sich nicht ganz. Konstanze, du lachst gerade so. Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, weil Rob natürlich häufig den Hacktivismus-Begriff aus dem Englischen nimmt und im Deutschen ist er, glaube ich, auch wiederum anders konnotiert. Ich glaube, der englische Hacktivism verbindet sich sehr viel stärker mit Anonymous und genau den DDoS-Attacken, also mit einer eher sehr destruktiven Note. Und im Deutschen wird da, glaube ich, noch viel mehr zusammengefasst, würde ich jetzt nicht im engeren Sinne zum Hacken zählen würde. Für mich ist ein Hacktivist eigentlich eher jemand, der seine technischen Fähigkeiten einsetzt, um damit Ziele jenseits der Technik zu verfolgen. Also zum Beispiel, wenn man sich ein Biometriesystem hackt. Also man nimmt technische Fähigkeiten, um auf ein Problem hinzuweisen, was eigentlich in einer anderen Sphäre ist, nämlich dass uns irgendwas verkauft wird aus ökonomischen Motiven oder ein Sicherheitsversprechen gemacht wird, was nicht eingehalten werden kann. Also ich habe da durchaus einen engeren Begriff. Ja, wobei dann wieder in anderen Bereichen wieder Hacking genommen wird für eine Herangehensweise, die vielleicht nichts mit Technik zu tun hat, aber die mit Umgang außerhalb das, was normal ist oder das, was zum Beispiel Food Hacking oder so. Hacking wird dann auch wieder als Begriff genommen für so eine Art von anarchistische Herangehensweise. Also ist alles kompliziert. Daniel, was für Fähigkeiten braucht man denn, um überhaupt Hacktivist sein zu können? Weil das kann ja jetzt erstmal nicht jeder unbedingt ohne technischen oder Informatik-Hintergrund. Üben. Ich würde mal sagen, gute Hacker, also Leute, die wirklich in gut geschützte Systeme eindringen können, gibt es nicht so viele. Alles, was sich da so drumherum
spinnt, ja, ist in meinen Augen eher so eine Art, ja, so eine Modewelle, die vielleicht auch, ich will sie jetzt nicht bewerten, mag gut sein. Also ich fände es jetzt gut, wenn die Leute sich einmal um ihre Computer kümmern und mal überlegen, ob man nicht vielleicht prinzipiell seine E-Mail verschlüsseln sollte. Einfach damit man die nicht per se irgendwo lesen kann bei einem Provider. Wäre eine gute Sache. Aber man muss sagen, dieser Hacker-Begriff, der so in der Sensationspresse ja irgendwie in den letzten Jahren so hochgepusht wird, das hat eher so den Charme so der Räuberpistole und hat eigentlich mit einem Fortschritt im Sinne, dass wir uns mit den Computern irgendwie mehr auf eine Ebene bewegen, wo wir halt die Dinge auch kontrollieren können und damit irgendwas Kreatives, Positives machen. Eigentlich nicht. Die Leute sind unheimlich begeistert über WikiLeaks. Auf der anderen Seite demonstrieren sie dagegen, dass ihr Gartenzaun bei Google Maps auftaucht. Das ist irgendwie, hat eher so eine Art für mich Mode, die dann in 2 Jahren wieder ganz anders heißt und so eine Webseite runter, also irgendwie Denial of Service, tut mir leid, da habe ich erweckt in mir keine Emotionen irgendwie. Das bringt nichts und das führt auch nirgendwo hin und ja. Was würde denn in deinen Augen etwas bringen? Ja, wie zum Beispiel, jeder sollte anfangen, seine E-Mail zu verschlüsseln und generell mal irgendwie überlegen, ob er nicht vielleicht sein Gerät, was er da benutzt, sein Handy zum Beispiel, ist ja immer bestimmt auch ein gewisser Marktdruck, wenn alle Leute gerne was an einem Feature, also irgendwie was haben wollen an so einem Gerät, wird bestimmt irgendjemand mal nachziehen. Uns wird ja mal suggeriert, Funktionalität ist alles, es muss schön bunt sein, wir können super reden mit jedem, wunderbar, überall. Aber vielleicht, wenn man sich mehr darüber mit auseinandersetzt, was man damit eigentlich machen kann, was man praktisch eingeht damit, welche Risiken man eingeht oder welche Konsequenzen man, dass man eben überall alles von sich preisgibt, kannst du ja mal googeln nach mir. So viele Fotos wirst du nicht finden, wenn überhaupt eins. Ich glaube, dieser, um es jetzt nicht allzu lang zu machen, dieser Leninsche Gedanke, der Staat muss von einer Putzfrau geführt werden, ist ein riesen Irrglaube, der sich überall durchzieht. Man kann Dinge, die kompliziert sind, nicht bis zur Unkenntlichkeit vereinfachen. Das bedeutet auch, ein Computer, wenn ich den benutze, muss ich da irgendwie mit den Konsequenzen leben. Das heißt, ich werde gehackt, kriege irgendwas untergejubelt, werde ausspioniert. Das muss man alles in Kauf nehmen, beziehungsweise sich dessen bewusst sein. Man kann nicht erwarten, dass man irgendwann mal völlig gedanken- und seelenlos durchs Internet surfen kann und einem nichts passiert und irgendwann irgendjemand die Sicherheitssoftware oder sowas einem präsentiert, ohne sich damit selbst auseinanderzusetzen und sozusagen zu schwitzen wird man da nichts erreichen. Und um dann auf deine Frage zurückzukommen, um gut zu hacken, muss man erstmal sich wirklich damit auseinandersetzen mit den Systemen, so wie Constanze das sagt, nicht alt Prospekte lesen, sondern einfach mal gucken, was macht es, was kann man damit tun, ohne dass es jetzt vorher verkündet wurde, wie funktioniert es, warum funktioniert es so. Das ist so der erste Ansatz überhaupt, um damit irgendwie zurande zu kommen. Ist das aber nicht eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, wenn also alle Menschen sich möglichst mit dieser Problematik beschäftigen sollen? Jeder hat ja irgendwie andere Themen, die einen vielleicht auch beschäftigen. Brauchen wir da nicht vielleicht gerade deswegen Hacktivisten, die auf Fehler und Lücken in einem System aufmerksam machen? Ist ja gut, es wird immer Fehler und Lücken geben, aber man erwartet ja auch, ohne mit der Wimper zu zucken, dass die Leute einen Führerschein haben für ihr Auto. Weil sie sagen, okay, könnte was passieren. Warum sollten die Leute, ich will ja keinen Führerschein für einen Computer haben, aber man hat so das Gefühl, Computer ist irgendwas, was so den reinen Spaßfaktor hat. Ist es aber nicht mehr. Ich merke hier ein großes Schnaufen in der Runde auf die Führerscheindiskussion, Kasper. Man braucht einen Führerschein, um ein Auto zu führen, aber es wird nicht verlangt, dass man die Motorhaube öffnet und das Auto erstmal in alle seine Einzelteile zerlegt, um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen, was, glaube ich, die Fortführung dieser Analogie wäre. Also ich verstehe durchaus den Ansatz zu sagen, dass man den Anspruch daran hat, dass Menschen sich doch bitte mit den Dingen eingehend beschäftigen sollen. Gerade in der aktuellen Hacker- und Hacktivismus-Diskussion neigt man aber dazu, das auf so eine zeitgenössische Technologie zu übertragen. Also es könnte natürlich auch ein Gas-Wasser-Installateur kommen und sagen, du hast eine Therme, da
die ist lebenswichtig für dich, die macht deine Wärme, du kannst die nicht reparieren. Tja, Schuld, selbst Schuld, ja. Ist gefährlich, Gas, da kann was explodieren in deiner Wohnung. Der Wasseranschluss, was, du kannst kein Brot mahlen. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber in dieser Diskussion wird gerne von technisch sehr versierten Leuten die These aufgestellt, und das ist jetzt wirklich wichtig und damit müsst ihr euch alle beschäftigen. Und ich bin froh, dass ich jemanden anrufen kann, der meine Therme wartet. Und ich bin auch froh, dass ich einfach auf meinem Telefon auf E-Mails abholen drücken kann. Ich verstehe übrigens, was da passiert, aber ich möchte mich nicht damit beschäftigen auf meinem Telefon. Wenn wir das mal aus einer technischen Sicht betrachten, ich gebe mal zu Constanze einfach mal rüber. Glaubst du, das ist überhaupt machbar für Leute, sich tatsächlich damit auseinandersetzen zu können, für jeden? Ich würde mich da weitgehend Kaspar anschließen. Also meine Idee wäre auch nicht, dass ich jetzt irgendwie plötzlich wollte, dass alle zum Vollversteher von Technik degenerieren, weil ich einfach glaube, dass es natürlich in der Gesellschaft viele Dinge gibt, die man nicht vollständig versteht und trotzdem kann man sie nutzen. Aber wenn man bei dem Thermenbeispiel bleiben will, dann besteht, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied zwischen einer Therme, die man ja in der Regel als Benutzer eben nicht versteht und auch nicht verstehen muss und man eben Spezialisten hat, die das reparieren. Und das sind oft Haftungsfragen. Das heißt, Hersteller von Thermen sind anderen Gesetzen und Regulierungen unterworfen als Hersteller von Betriebssystemen, Software oder Apps. Das heißt, ich denke, es haben sich so ein paar Sachen eingeschlichen in Digitalien, die den Nutzer ziemlich benachteiligen. Wir sind einfach daran gewöhnt, dass Softwarehersteller irgendwelche Bananen-Software und Beta-Versionen raushauen und wir mit deren Sicherheitslücken, mit ihrem Nicht-Können leben als Nutzer. Und das würden wir, glaube ich, bei Thermen so nicht akzeptieren, wenn ich mal dieses Beispiel weitertreiben kann. Wir reden immer von Sicherheit, aber natürlich sind die Themen größer und auch diese ganze Hacktivism-Diskussion ist größer. Bevor es diese digitale Medien gab, haben wir alle in der Gesellschaft ziemlich gut verstanden, wo der Macht herkommt. Und der Macht kommt daher, wer kontrolliert, welche Informationen Leute haben, wer kontrolliert, wer was glaubt, hat der Macht. Und wenn das jetzt alles ein bisschen mehr wirr wird und mehr komplex wird und was Leute glauben, teilweise aus Twitter und aus diversen Ecken des Internets kommt. Und die Kontrolle darüber, was Leute sehen, immer mehr in bei Google steckt, was ist obendran in der Search Results oder immer mehr in diese Maschine drin steckt, in diese Therme drin steckt, dann ist es trotzdem wichtig, wer diese Therme gebaut hat, wer sie repariert, was wird da gewartet, welche Algorithmen werden da eingesetzt. Und wenn wir alle glauben, das können die Techniker wohl machen und die Technik sei neutral und es muss ja einfach nur gewartet und repariert werden und wir können das alles, ja, wir müssen das ja nicht alle verstehen, auch wenn wir es nicht alle verstehen müssen, wir müssen trotzdem verstehen, dass was diese Technik macht, lebenswichtig ist und unsere Gesellschaft prägt. Ist es dann die Aufgabe der Hacktivisten, ich gebe das einfach mal in die Runde, genau darauf auch aufmerksam zu machen, also auch nicht nur auf die Probleme an sich, sondern auch die Leute darauf aufmerksam zu machen, macht eure Hausaufgaben und schaut euch ein bisschen genauer an, was ihr nutzt und wie ihr auch das Netz nutzt. Genau, das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Kein Mensch kann natürlich verlangen, dass man alles kennt, sein Auto und die Therme oder sonst irgendwas. Der Unterschied zwischen dem Auto und der Therme und dem Computer ist allerdings auch, dass in dem Computer, in der Therme und in dem Auto liegt nicht mein Leben. In dem Computer liegt immer mehr ein großer Teil von mir, meine Daten, meine Kontozugänge, meine was ich was, persönlichen Fotos, werde gezwungen, vielleicht irgendwann mal meine Steuererklärung digital zu machen, irgendwie übers Netz und ähnliche Dinge. Also insofern hat der Computer da eine ganz andere Stellung und ist schon völlig klar, kein Mensch versteht alles. Das kann man auch bis ins Tausendste hinbringen. Wenn ich einen Computer heute kaufe von Lenovo, dann habe ich einen chinesischen Hersteller. Okay, und die Chips, die da drin sind, verstehe ich auch nicht. Aber das ist gar nicht der eigentliche Zweck, dass man alles versteht. Nur, dass man über diese Prioritäten setzt einfach. Dass ich sage, okay, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens und da steckt eben immer mehr Leben drin, weil, wie gesagt, wir bauen immer mehr auf Computer auf. Wenn du sagst, Wahlmaschinen und ähnliches, wer weiß nicht, ob dieses alles sozusagen, der gesellschaftliche Druck ist da groß. Wenn die Leute dann oder wir alle irgendwas benutzen, was wir gar nicht kontrollieren können und gar kein Wissen mehr darüber haben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir auch nichts mehr zu sagen haben.
Kaspar, kann dann die Popkultur, wenn es der Hacktivist vielleicht hin und wieder nicht kann, also zum Beispiel ein Film oder auch ein Musik, was auch immer, ein Buch, andere Menschen dazu zu bewegen, sich also mehr mit dem Internet zu befassen und auch den Risiken, die das Netz bringt? Also ich glaube, mit dem Internet befassen, das klingt schon so ein bisschen retrospektiv, weil wer beschäftigt sich doch mit dem Internet? Ja, das ist ja auch mehr so ein Hosentaschennetz mittlerweile und irgendwie, ich habe gestern gerade irgendwas gelesen, einen Beitrag gesehen im Fernsehen und da hieß es, ja, Jugendliche sind jetzt durchschnittlich 2 Stunden am Tag im Internet. Und da dachte ich so, wie misst man das überhaupt? Ja, also ich könnte gar nicht sagen, wann ich im Internet bin oder nicht. Aber natürlich popkulturelle Werke können natürlich viel bewirken. Das war schon immer so, also Musik ist sehr emotional und Filme. Es gibt ein Problem mit digitalen Themen, die sind unglaublich schwer zu vermitteln. Ich habe vor 15 Jahren mal beim Boulevardfernsehen gearbeitet, bei Ulrich Mayer und war da in der Online-Redaktion und somit ein bisschen zuständig für Beiträge, die halt über Internetthemen gingen und habe da immer wieder mitbekommen, dass bestimmte Themen einfach nicht filmisch umgesetzt werden konnten. Also da ging es damals ja schon um Passwortklau, Internet, Betrug und diese ganzen Geschichten. Und wenn man das im Fernsehen oder sagen wir mal audiovisuell vermitteln will, was ja immer noch dank YouTube jetzt noch ein sehr, sehr wichtiges Medium ist, ist das einfach schwierig. Also da gab es dann einfach am Anfang auch technische Schwierigkeiten, noch mit 50 Hertz und Monitoren und über die Kamera filmen. Aber auch jetzt ist das schwierig. Wie stelle ich das eigentlich im Fernsehen dar, so ein Thema? Viele Sachen kann man natürlich per Stimme transportieren, aber es ist irgendwie so ein bisschen unsexy, das Ganze irgendwie zu zeigen. Und das sieht man auch immer noch in Beiträgen, die so ein bisschen nicht so richtig wissen. Da kommen immer so diese Mottobilder, ja, irgendwelche 3D-Animationen, die irgendwie halt aus Matrix irgendwie sein könnten. Hat Matrix ja unglaublich mit diesem Bildschirmschoner-Effekt da auch sehr viel geprägt, wie das Ganze aussieht. Das heißt, ja, natürlich kann das was bewegen. Das ist dann aber eine Aufgabe, das Ganze künstlerisch so umzusetzen, dass es ansprechend ist und wahrscheinlich auf einer viel abstrakteren Ebene ein Problem transportiert wird. Also 1984 ist natürlich ein Werk, in dem, das kann man zum Beispiel so aufbereiten, dass kaum technische Details eigentlich kommuniziert werden und trotzdem ist jedem klar, worum es geht. Wenn man jetzt sozusagen ein Beispiel für ein Werk, das Menschen bewegt, so kann man auch eine geteilte Meinung zu haben zu dem Werk. Aber das wäre jetzt ein Beispiel vielleicht, nachdem du gefragt hast. Und das heißt, ich glaube, wenn, dann geht das nur auf einer sehr abstrakten Ebene, so eine Probleme zu kommunizieren. Kann es dann aber auch nicht passieren, dass dann genau das wieder am Thema vorbeigeht, weil es so abstrakt ist, weil es eigentlich gar nicht um die Thematik wirklich geht, sondern es ist eine schöne, vielleicht auch romantische Geschichte und am Ende hat keiner verstanden, was der eigentliche Punkt ist? Es muss abstrakt sein, weil wenn ich jetzt einen Film über Datenschutzprobleme in WhatsApp machen würde, dann ist der ja schon veraltet, bevor er ausgestrahlt wurde. Also man kann, glaube ich, eher nur abstraktere Themen irgendwie kommunizieren. Und wenn es eben die Forderung gibt danach, habt Mut, euch eure eigene Technik zu bedienen oder so, dann geht es in die Richtung. Konstanze guckt ganz unglücklich, ja. Ich möchte aber schon mal dieses populäre Hackerbild noch mal zurechtrücken, wenn wir mal ehrlich sind und irgendwie uns die amerikanischen Filme und Serien, in denen so ein übrigens immer männlicher Hacker transportiert wird, dann ist es ja in der Regel so, das sind immer so 1,5-Minuten-Sequenzen, da hackt er irgendwas im Bildschirm und schon ist er drin. Und also das Bild von einem Hacker ist ja in erster Linie, das geht übrigens auch für Hacktivisten, ich will gleich nochmal zu dem Zusammenhang kommen, ist ja, es ist einfach, im Prinzip vorbereitungslos durchzuführen und der Hacker wird reduziert genau auf dieses Bild, nämlich er dringt irgendwo ein. Und für mich hat das mit, sowohl mit einem Hacker wie auch einem Hacktivisten eigentlich überhaupt nichts zu tun. Denn das ist so dieses Bild, was A anschließt an eine relativ einfache, ziemlich schnell gehende, filmisch gut darstellbare Tätigkeit. Aber in Wirklichkeit ist sowohl das Hacken wie auch der Hacktivismus sehr vielleicht sogar noch doller. In der Regel eine sehr langwierige Beschäftigung, wo man sich sehr intensiv mit technischen Systemen befassen muss, oft auch in Zusammenarbeit. Also den Hacktivisten, den ich jetzt so meine, zum Beispiel den wir im Club machen, der geht oft nur im Team, weil man sehr unterschiedliche Hacker braucht, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, weil die technischen Systeme ineinander greifen. Und der Teil davon einzuschätzen, den ich fast unter Technikfolgenabschätzung packen würde, der kommt noch oben drauf. Das heißt, bei uns ist es oft so, dass wir in dem aktivistischen
Zusammenhang darüber nachdenken, wie können wir das, was wir technisch rausgefunden haben, erklären, im Sinne von sichtbar machen, verständlich machen. Das sieht man vielleicht ganz gut bei der Biometrie, beim biometrischen System oder auch beim Staatstrojaner. Das heißt, ein wichtiger Teil des Hacktivismus war nicht nur erstmal die technische Analyse und Reverse Engineering, also die sozusagen rückwärts erschließen von Funktionalität, von den Binaries, die uns da vorlagen von der Spionagesoftware, sondern uns zu überlegen, wie vermittelt man das und wie kann man das umsetzen in politische Änderungen? Also im Sinne von, was ist der... Was hat die Technik eventuell für Folgen? Sieht man vielleicht bei Robs Wahlcomputer noch viel deutlicher, wo dieser Punkt, dass sozusagen in der holländischen Tagesschau, ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, sag mal. Eén vandaag. Okay, also die holländische Tagesschau, in einem, in einem 59-Sekunden-Film dargestellt wurde, was sehr wichtig war für diese aktivistische Kampagne. Natürlich war im Grunde wichtiger die Technik, zu verstehen, tatsächlich den Wahlcomputer zu manipulieren. Aber die Arbeit mit der Öffentlichkeit und zu vermitteln, was man da eigentlich rausgefunden hat, scheint mir wichtiger geworden zu sein. Um am Beispiel mal des Staatstrojaners vielleicht kurz zu bleiben, macht man damit aber nicht vielleicht als Hacktivist auch ein System stärker, das man eigentlich ja gar nicht unterstützen möchte? Inwieweit sollte man es damit stärken, muss ich mal zurückfragen. Also wenn man erstmal überhaupt aufdeckt, wie ein Trojaner beispielsweise funktioniert oder wenn man eine Sicherheitslücke aufdeckt in einem System, dann kann natürlich immer die Gegenseite reagieren. Ja, okay, das ist ja eher die Debatte um sogenannte Full Disclosure. Also wie geht man damit mit den Informationen, die man erlangt hat durch eine technische Analyse eigentlich um? Die Frage haben wir uns natürlich weit vor der Veröffentlichung gestellt. Also beim Staatstrojaner ist es natürlich so, dass wir nicht die Absicht hatten, laufende Ermittlungsverfahren zu stören. Da hat man ja auch diese Komponente, dass eben diese Spionagesoftware bei Verdächtigen aufgebracht ist und man sich überlegen muss, okay, wie weit warnt man die Behörden vor, wie detailliert veröffentlicht man das? Also wir haben Teile der Binaries nicht mit veröffentlicht, zum Beispiel die Aktenzeichen, die innerhalb des Staatstrojaners mit drin waren, solche Fragen. Aber die stellen sich natürlich immer, und bei vielen Hacktivismus-Fragen hat man Elemente, über die man vorher, bevor man an die Öffentlichkeit geht, ordentlich streitet, aber nicht die Frage, inwieweit unterstützt man da andere, denn also da war bei uns schon wichtiger, dass wir die Informationen raushauen. Das haben wir letztlich, das war unser Ziel. Darf ich noch ganz kurz nachfragen? Ich glaube, es gibt zwei Ebenen, von denen macht man das besser damit. Also das eine ist natürlich das Technische und das andere ist, es gibt ja eigentlich eine generelle Ablehnung gegenüber dem Staatstrojaner und die Reaktion darauf ist ja, dass man sagt, gut, dann müssen wir jetzt einen juristisch einwandfreien Staatstrojaner machen. Also ich fand das an diesem Beispiel schon spannend, diese ambivalente Rolle, die man dann einnimmt, weil man letzten Endes ja mit auf den Weg bringt, dass das Ganze dann wahrscheinlich irgendwann juristisch einwandfrei ist. So. Das hat zwei Ebenen, die man auseinanderhalten sollte, das ist die technische und die juristische. In dem Fall des Staatstrojaners gibt es ja da sehr konkrete Vorgaben, weil es ja in Deutschland ein Beschwerdeverfahren vor unserem höchsten Gericht gab und ein Urteil gegen diese sogenannte Online-Durchsuchung und die bestimmte Erfordernisse juristischer und technischer Natur festschreiben. In beiden Fällen ist ganz eklatant und rechtswidrig gegen die Vorgaben verstoßen worden, aber das muss man natürlich auch ordentlich begründen und versuchen auch mitzuteilen. Ich denke nicht, oder sagen wir so, ich weine mich nachts nicht in den Schlaf, weil ich möglicherweise einem zukünftigen Staatstrojaner oder Spionagesoftware damit den Weg geebnet habe, sondern ich denke, für uns war das überhaupt, also nachdem wir da irgendwie 2-3 Wochen Forschung betrieben haben und klar wurde, wie eklatant der Staatstrojaner gegen das, was im Urteil steht, Verstöß, war uns total klar, dass wir draushauen. Das ist mir letztlich erstmal die Überlegung, ob sie möglicherweise dann einen konformeren Trojaner bauen, technisch wie juristisch. Relativ egal. Im Übrigen war das ja auch handwerklich unterdurchschnittlich. Und insofern, da war für uns wirklich keine Frage. Du hast eben schon die Juristerei angesprochen, Rob. Inwieweit ist es ein Problem, dass man sich leider Gottes häufig auch mit dem Hacktivismus an einer Grenze zur Illegalität bewegt? Ja, oder dass die Illegalität sich zu einem bewegt.
man merkt halt, es sitzen Freunde von mir, einer ist in Botschaft in London, es sind Leute hier in Berlin, die nicht mehr nach Hause können. Aktivismus im digitalen Bereich, Aktivismus im Internet wird wahrgenommen. Auch Regierungen, die vielleicht vor 5 Jahren das alles noch nicht so verstanden haben, können jetzt abhören, lassen sich vom westlichen Unternehmen helfen, um Kontrolle ins Internet zu machen. Zunehmend wird dieses ganze Internet-Aktivismus-Bereich wahrgenommen als Kern, als vielleicht als wichtigster Bereich der Aktivismus. Also da passiert eine ganze Menge. Und ja, inwiefern muss man sich da, natürlich, wenn ich was mache, dann kümmere ich mich schon drum. Wäre das vielleicht als illegal wahrzunehmen, muss man da aufpassen. Mit diesem Wahlcomputer haben wir auch sehr viele Sachen nicht gemacht, weil man sie ja konstruieren könnte, als wäre das illegal. Wir haben nicht versucht, irgendwie Wahlen zu stören, gerade auch, weil uns das Wahlprozess wichtig und heilig ist. Gerade weil unser Aktivismus auch darum gedreht hat, zu verstehen, Leute verstehen zu lassen, dass das jetzt gefährdet ist, die Kontrollierbarkeit der Wahl. Und da muss man dann nicht irgendwelche Witze mit dem Wahlprozess machen. Die haben aber gedacht, dass wir das vorhatten. Und da war schon ein bisschen Stress hin und her um unsere Wahlen in Holland herum. Also ein Spannungsfeld ist da sicherlich. Wenn das tatsächlich also auch ein Problem darstellt, dass man also sich nicht traut, vielleicht bestimmte Sachen auch zu veröffentlichen, weil man sich an einer Grenze bewegt, wie wirkungsvoll oder sinnvoll ist dann der Hacktivism? Naja, unsere Demokratien sind jetzt unter Druck. Da muss man ein bisschen Zoom-out machen, ein bisschen die Welt als solches angucken. Wir sind jetzt so ein bisschen in Zerfallphase gelandet. Ressourcen weltweit sind jetzt knapp. Die Sache geht jetzt den Bach runter, mal ganz grob gesagt. Und man merkt, alle Kriege sind im Moment Energiekriege. Syrien geht eigentlich um einen Gaspipeline zwischen Katar und der Hub in Turkey. Also sehr viel geht jetzt ziemlich schnell in Richtung Totalitarian State. Man sieht die Machtstrukturen sich eingraben. Man merkt, dass was man wahrnimmt in den Medien immer weniger entspricht, wenn man so ein bisschen weiter grabt und weiter buddelt, was da wirklich los ist. Und in dem Sinn ist auch Aktivismus, jetzt aller Aktivismus, gefährlicher als vor 20 Jahren. Umweltaktivismus wird zunehmend als Terrorismus wahrgenommen. Also aller Aktivismus ist momentan zunehmend gefährlich. Glaubt ihr denn trotzdem, dass der Hacktivismus im Speziellen, gerade weil ja die digitale Welt sich immer weiter auch verbreitet, immer wichtiger wird, weil eben auch der nicht vor irgendwelchen Grenzen Halt macht und wir auch selber ja nicht mehr unbedingt nur noch von den eigenen Problemen in unserem eigenen Land betroffen sind? Kaspar? Wenn man sagt, dass das Digitale immer mehr den Menschen durchdringt, und Constanze hat darauf hingewiesen, dass im Gegensatz zur Therme im Digitalen bestimmte rechtliche Dinge sich eingeschlichen haben, wo ich natürlich zustimmen muss. Also beim Handy weiß ich irgendwie, gebe ich bestimmte Rechte irgendwie ab, die bei einer Therme irgendwie eher unnormal wären. Insofern kann man natürlich erstmal ein sehr guter Hinweis, kann man natürlich die Vermutung aufstellen, dass das Hacktivismus wichtig ist. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, inwiefern Hacktivismus auch nachhaltig wirkungsvoll ist oder die Kanalisation von angestauter Energie, die man irgendwie loslässt. Also Rob hat ja schon so ein bisschen über DDoS-Attacken geschimpft. Von dir klang es auch ein bisschen kritisch. Mir ist immer negativ aufgefallen, dass Anonymous ausgerechnet De-Anonymisierung oft als Technik anwendet. Also sehr oft werden Personenlisten, Kundenlisten und so veröffentlicht. Und ich denke, wow, sich also anonym zu nennen und sozusagen als Waffe genau das Gegenteil zu machen, das fand ich schon sehr bezeichnend. Und mir fallen, wenn man den Staatstrojaner als Hacktivismus, ich hätte den bisher nicht unter diesen Begriff gepackt, wenn man das darunter versteht, ja, würde ich da mitgehen. Für mich ist
ich verstehe unter Hacktivismus auch eher diese waberigen Gruppen, die so sich selbst gesteckte Ziele setzen. Da sehe ich eher immer so ein Loslassen angestauter Energie. Bin dann aber auch ein bisschen ratlos, ob das jetzt so wichtig ist, dass die Webseite von Mastercard für 24 Stunden nicht erreichbar ist oder man gerade bei Amazon nicht einkaufen kann. Und glaube nicht, dass das eine Aktionsform ist, die uns in den nächsten Jahren noch nachhaltig wichtige Ereignisse liefert. So. Das würde ich. Ich würde ganz im Gegenteil nicht die sozusagen diese enge Definition benutzen, sondern ich würde sogar noch erweitern. Es fällt mir gerade ein Beispiel ein, weiß ich nicht, eine OpenWRT-Projektgruppe, also die Software macht für Router. Die verstehe ich als Aktivismus, vor allen Dingen dann, wenn sie einen zur Verfügung stellt. Also da würde ich eher einen weiteren Begriff bevorzugen als diesen, ist ja auch eher so ein Boulevard-Begriff letztlich, also wenn man diese wunderbaren Anonymous-Masken, die waren also prima, wir hatten eine Zeit lang, es war echt sehr erheiternd, wir hatten im Club immer ein ganzes Jahr lang immer dauernd die Anfragen international, ob wir mal endlich so einen Anonymous Aktivisten vermitteln könnten. Sie würden gerne mal mit einem reden, das fand ich immer sehr erheiternd. Also ich würde den eher breiter verstehen. Also Leute, die ihre technischen Fähigkeiten einsetzen, in der Regel mit einem politischen Ziel, manchmal auch nicht ein indirektes politisches Ziel. Also wenn ich jetzt nochmal die OpenWRT-Gruppe nehme, die also Software für den Router macht, den man dann sozusagen nach seinen Wünschen konfigurieren kann und die auch zur Verfügung stellt, dann ist das ja eher ein langfristiges Ziel, nämlich wieder diese Hoheit über die eigenen Systeme, die man dann aber auch Leuten, die die Technik nun nicht unbedingt verstehen müssen, sondern einfach die sie zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist vielleicht jetzt vielleicht das beste Beispiel, was mir jetzt gerade einfiel. Ja. Aber aus meiner Sicht ist zumindest im Deutschen der Begriff weiter. Freut mich eigentlich auch. Rob, fallen dir vielleicht noch weitere und vielleicht auch prominentere Beispiele ein für erfolgreichen Hacktivisten? Nee. Also jetzt müssen wir mal ehrlicherweise sagen, dass Rob selbst sicherlich ein ganz tolles Beispiel für Hacktivismus und zwar auch internationalen ist, weil man ja sehen muss, dass nicht nur in Holland diese Kampagne, finde ich, sehr erfolgreich war, sondern dass Rob ja auch noch diesen Hacktivismus in andere Länder übertragen hat und dort mit anderen Gruppen zusammenarbeitet, was für mich auch nochmal ein wichtiger Teil von diesem Hacktivismus ist. Nämlich, dass man erfolgreiche Sachen weitergibt. Also bei Rob war das zum Beispiel Indien, aber auch also andere Wahlcomputer-Leute. Da finde ich nochmal einen Aspekt von Hacktivismus, der wichtig ist und der sich wieder mit der Hackerkultur verbindet, nämlich der Weitergabe von Erfahrungen und Informationen, was teilweise gut und teilweise nicht so gut funktioniert. Also würde ich schon, du bist eigentlich ein gutes Beispiel. Wenn es um die Weitergabe von Informationen auch gerade geht, würde ich gerne noch mal zu dir kommen, Daniel. Was vermittelst du, weil wir da vorhin schon kurz das angeschnitten haben, deinen Studenten in Sachen Hacken? In drei Worten? Auch gerne in mehr. Ist jetzt schwierig. Wahrscheinlich zuallererst erstmal eine gewisse Herangehensweise an diese Computerwelt. Allein schon die Frage, warum darf ich nicht wissen, was eine bestimmte Software auf meinem Computer macht, weil die Lizenzbestimmung mir das verbietet? Ist für mich eine entscheidende Frage, weil da muss ich mich fragen, was kann ich diesem Computer trauen, mit dem ich da irgendwas tue, ins Internet gehe, zu Facebook, zu was ich irgendwas, wenn die mir nicht vertrauen als User. Wenn von denen Misstrauen mir gegenüber herrscht, ja, du darfst das nicht wissen, du darfst jenes nicht wissen, da darfst du nicht gucken und hier darfst du nicht reverse-engineeren, frage ich mich ja, okay, dann hat derjenige doch irgendwas zu verbergen. Und wenn man sich dann diese Grafik da anguckt, wann diese einzelnen Hersteller alle bei der NSA vorstellig waren und da Männchen gemacht haben, dann, ja, für mich als persönliche Konsequenz fallen diese Dinge aus. Ich würde also nie so Closed-Source-Software benutzen, soweit ich es kann. Und was ich versuche zu vermitteln, den Leuten erstmal einen Ansatzpunkt zu machen. Versucht doch erstmal Fragen zu stellen. Ihr habt ja Computer, was mache ich damit? Wie entscheidend ist das, was ich damit mache? Und wie weit würde ich gehen, mich aufzugeben damit? Also würde ich zum Beispiel mit dem Computer jetzt Online-Banking machen oder irgendwas Essentielles für mich, meine persönlichen Daten vertrauen, wenn ich gar nicht weiß, was diese Daten auf dem Computer machen, wenn ich gar nicht weiß, wo der Computer vielleicht irgendwas hinsendet oder wer auf den Computer überall rauf darf.
das ist für mich erstmal schon mal ein hartes Stück Arbeit und viel, was man so als versuchen muss, als Grundposition versuch mal erstmal ein paar kluge Fragen zu stellen, irgendwie sich darüber klar zu werden, was tue ich hier, wie weit ist das für mich wichtig, wie weit ist das für mich nicht wichtig, und dann natürlich kommt natürlich das Detailwissen, also wie funktionieren die Dinge, wie kann man sich damit auseinandersetzen, wie kann man Dinge kaputt machen. Sich selber vor irgendwas zu schützen, und sei es nur vor Spionage, kann man ja nur, wenn man versucht, es selber kaputt zu machen, sozusagen selber da einzudringen und das mal eben zu sehen, was geht. Das heißt also, Hacktivism ist nicht nur hat nicht nur eine technische Komponente, sondern es ist auch viel Geisteshaltung. Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Herangehensweise an Probleme deines Lebens. So wie Constanze das schon gesagt hat vorhin irgendwann mal. Du liest halt nicht, du guckst nicht, was du darfst, sondern du sagst, okay, ich habe das jetzt bekommen oder ich benutze das und frage mich, was macht das mit mir? Wir haben jetzt ja so ein Beispiel mit einem sozusagen Vertreter aus der Akademie und wie man das auch in die universitäre oder Hochschullehre irgendwie integriert. Mir war nochmal wichtig zu betonen, dass natürlich ein krasser Ausnahmefall ist und dass ich eigentlich kaum Hacker kenne, das betrifft den CCC, aber auch darüber hinaus, die nicht sehr starke autodidaktische Komponenten in ihrer so Erfahrungs- oder auch beruflichen Karriere haben. Also das ist eine sehr krasse Ausnahme, dass jemand quasi so Hackerwissen vermittelt bekommt im Bildungsbereich. Die meisten sind in erster Linie total interessiert und haben sich Dinge selber angeeignet. Und meistens haben sie auch so irgendwie so Teams gefunden, wo man gemeinschaftlich was lernen kann. Und dann später, also bei jetzt jüngeren Hackern, kam die Komponente dazu, dass man natürlich im Netz eine Menge findet. Also vorher war es ja noch eher so ein Austausch von Person zu Person, wenn man nicht so die Netze hatte. Aber wird betonen, dass das schon immer noch in ganz hohem Anteil Leute sind, die sich selbst Dinge beibringen aus Interesse, und dass manchmal die Klischees von den sich in ihren Kellern verpuppenden Nerds schon noch stimmen. Dass aber in den letzten Jahren aus dieser Autodidaktenkultur natürlich eine hochbezahlte Berufsgruppe geworden ist, sollten wir auch nicht verschweigen. Und im Rahmen der NSA-Enthüllung ist, glaube ich, auch sehr klar geworden, dass ein Großteil zumindest der amerikanischen Hacker schlicht von Geheimdiensten und deren Contractors, also Vertragspartnern, bezahlt wird. Ich glaube, diese Dimension sollte man auch nicht vergessen, dass die Hackerkultur hier in Europa und insbesondere in Deutschland und damit auch die Hacktivismuskultur, denn das hängt, finde ich, sehr eng zusammen, und die amerikanische sich fundamental unterscheiden. Also wer mal auf einer amerikanischen Hackerkonferenz war, dem fällt es quasi ins Gesicht. Also das ist ein enormer Unterschied. Und ich glaube, diese Kultur, dass sich selber was aneignen, beibringen, führt auch dazu, dass man diese Wissensweitergabe, finde ich, so ein bisschen kultiviert hat. Weil man hat es ja irgendwie selber auch mal rausfinden müssen, und das finde ich auch gerade so sexy an dieser, das hat mich damals schon irgendwie als junge Studentin fasziniert, dass es eben nicht darum geht, auf Wissen zu sitzen, sondern dass man es weitergibt und mit anderen zusammen irgendwie dann zerforscht. Scheint mir schon wichtig. Ist Hacken dann gerade in Deutschland so ein bisschen schick geworden? Also mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass ja auch jedes Unternehmen, was heute was auf sich hält, ein Hackathon macht, mindestens einmal im Jahr. Und im besten Falle selber auch noch eine Krypto-Party mittlerweile für ihre Mitarbeiter veranstaltet. Ist das auch euer Eindruck? Teilt ihr das? Mich ärgert ja so ein bisschen die Überkommerzialisierung von diesen Hackathons. Also ja, da begebe ich mich immer ganz gerne auf Distanz. Aber gut, also das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die deutsche Hackerkultur zumindest sich natürlich auch relativ weit abgrenzt von kommerziellen Sponsoren. Also großen Veranstaltungen sind in der Regel nicht kommerziell. Das ist aber natürlich anderswo, schon in Europa, aber erst recht in den USA natürlich anders. Man muss sich aber damit abfinden, dass sich die Begriffsbedeutung einfach ändert. Kann es nicht auch was Positives sein, wenn also eben dieser Begriff dann wieder so ein bisschen breiter gestreut auch verwendet wird, vielleicht auch eben vielleicht nicht für das, was du unbedingt unter Hacken verstehst im klassischen Sinne? Kaspar? Ich fand, für mich war so ein erhellendes Moment, als es plötzlich von der CT, also vom Heise Verlag, der die CT rausbringt, plötzlich eine neue Zeitschrift gab, die Hardware Hacks hieß. Also das war so der Moment, einer der Momente, wo man so gesehen hat, das ist jetzt am Kiosk zu kaufen. Ja? Also Hardware Hacks ist eine Zeitung, das ist so ein bisschen
Das ist die modernisierte Form des Eisenbahntüftlers. Da kommt der Hacker-Begriff ja auch eigentlich her, aus den 50er Jahren. Und der Hack, oder also im Deutschen nennen wir das ja Hack, ist übrigens auch spannend, dass wir da auch, also das, was Constanze sagt, ja auch über zwei verschiedene Begriffe, ist eben Hack und Heck. Das sind so, da liegt schon, also ich finde, da ist so ein bisschen zwischen diesen beiden Aussprachen, ist auch schon ein bisschen der Unterschied. Jedenfalls, ja, der Begriff ist Pop geworden. Es gibt ihn am Zeitungskiosk zu kaufen. Und man sollte sich definitiv nicht gegen Begriffswandlungen, glaube ich, einfach wehren per se. Das bringt eh nichts. Aber das ist ja auch gar nicht negativ. Also wenn wir sagen, naja, hacken heißt auch Wissen weiterzugeben. Und in einer Zeitschrift wie Hardware-Hacks Wissen über Elektronik weitergegeben wird in einem ansprechenderen Format, dann ist das ja eigentlich die Erfüllung einer der Ziele so auf diesem Weg. Und es gibt auch Hackathons, dieser Begriff wird sehr viel verwendet und oft bezeichnet der eher so das, was man im Englischen so do-it-yourself nennt. Also auch Stricken heißt heutzutage Knitting plötzlich. Und es werden Strickmaschinen gehackt. Also das spielt auch eine Rolle. Also da findet so eine Vermischung statt. Und auch auf dem Chaos-Kongress sieht man das, der ja jetzt in Hamburg stattfindet, weil er wirklich aus allen Nähten geplatzt ist. Und einen wirklich essentiellen Teil der Veranstaltungsfläche nimmt dieser Hardware-Hack-Bereich ein. Das war früher anders. Früher gab es da schon so ein bisschen so die Elektrotüftler und da blinkt es jetzt und sieht toll aus und irgendwelche Dinge fliegen durch die Gegend und man kann da so stundenlang rumgehen und sich irgendwelche Dinge angucken und eigentlich geht das genau in die Richtung, glaube ich, die man sich in dem Bereich zumindest gewünscht hat. Bedeutet das auch, dass es mehr Hacktivisten gibt oder ist das nur etwas, was einfach mehr Leute jetzt begeistert, ein bisschen rumlöten, aber eigentlich sozusagen hat das mit Aktivismus nicht viel zu tun? Naja, wäre ja wünschenswert. Also erstmal muss man ja da hinkommen, um sich für irgendwas zu engagieren. Also insofern, ob es jetzt nur Popkultur ist oder nicht, insofern die Wissensweitergabe finde ich schon mal gut, dass das die Leute überhaupt erstmal ja, sich damit auseinandersetzen. Weil ja, zum Beispiel Wissen sollte meines Erachtens generell frei sein, auch über den Computer, den ich benutze. Wir haben völlig akzeptiert, dass diese Dinge alle verschlossen sind, dass wir da nicht ran dürfen, dass wir das alles kaufen dürfen, aber eben halt nicht auseinandernehmen. Währenddessen Mathematik zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir würden jetzt, ich sag meinen Studenten immer, wenn ihr für die Dreiecksungleichung nur ein Hundertstel Pfennig bezahlen müsstet, ihr würdet nicht völlig verarmt aus dem Haus kommen. Das wäre die Konsequenz. Da sind wir uns völlig klar, Mathematik, klar, 1 plus 1 und ein bisschen Integrale und so, das ist alles klar, das ist frei. Aber der Computer, da akzeptieren wir auf einmal, dass da alles reglementiert ist, dass wir da nichts dürfen, dass wir den kaufen dürfen, benutzen dürfen und uns überfreuen dürfen und unser Leben darin reinstecken. Und insofern, ob die Hackathons jetzt nur sehr hochkarätig sind und von den gerichtlichen Leuten oder die wir als richtig bezeichnen gemacht werden, mag jetzt können wir eh nicht kontrollieren, aber insofern, wenn man damit erreicht, dass so ein allgemeines Bewusstsein vielleicht irgendwo da am Aufweicheln kommt, dann finde ich das schon mal was Gutes. Also Hacktivism, Punk oder Pop in einem Wort? Keine Ahnung. Kasper? Pop. Punk! Rob? Hacktivism, Punk oder Pop? Egal. Okay, also ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, dass auch nach wie vor da die Meinungen noch durchmischt sind, ob Hacktivism nun Punk oder Pop ist. Das muss sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren einfach noch entwickeln. Ich glaube aber auch, dass wir da noch eine große Zukunft vor uns haben, egal in welche Richtung die nun gehen wird, ob sich mehr Leute am Hacktivism beteiligen werden, ob er in dieser Form, wie er heute existiert, auch erfolgreich sein wird oder ob es tatsächlich faule Aktivisten sind, die von zu Hause, von ihrem Schreibtisch aus agieren. Das wird sich alles zeigen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Constanze, Rob, Kaspar, Daniel. Mhm.